That sounds as just das klingt so einfach getan. Ein paar Treffen, Diskussionsrunden, Lehrstunden über Gesundheit und Sexualität. Reicht das aus, um jahrhundertealte Traditionen zu wandeln? And my friend, it was not easy. It was not easy. Mein Freund, es war nicht einfach. Wie ich schon gesagt hatte, beim ersten Treffen hatten wir fast 50 Eltern in einem Saal. Wir besprachen alle Punkte auf der Agenda und diskutierten, und als wir zum Thema Frühverheiratung kamen, gingen alle fort. Einer nach dem anderen, bis ich mit einem Elternteil alleine war. Nur noch eine Frau war im Saal. Aber ich sagte ihr, ob du weggehst oder nicht, dies ist etwas, was ich ständig singen werde. Es wird der Refrain sein. Ich werde davon singen. Ich werde darüber sprechen, weil ich übrigens auch ein Opfer der Genitalverstümmelung bin. Ich habe das durchgemacht. Für eine lange Zeit habe ich mit niemandem darüber gesprochen. Und ich weiß, was ich durchgemacht habe. Und so habe ich ihr gesagt, so ist die Lage und wir müssen darüber reden. This is the start and we must talk about it. Because if you realize there is a problem, if you know the consequences, wenn man ein Problem erkannt hat und die Konsequenzen kennt, dann sollte man immer zu handeln anfangen. An dem ersten Treffen, wie ich schon sagte, blieb ich mit einer einzigen Person übrig. Aber beim nächsten Mal packte ich das Thema direkt bei den Hörnern und sagte, okay, ich werde jetzt das Thema ansprechen, das ihr nicht gerne hört. Und dann habe ich es getan. An dem Tag gingen sie nicht weg. Nur einige Männer gingen, alle mit gesenkten Köpfen und wollten nicht mitreden. Wir haben sie später in einer sehr freundlichen Weise nochmals angesprochen. Wir verurteilen euch nicht. Wir sagen euch nicht, dass ihr alles aufgeben sollt. Es gibt in der Gemeinschaft der Maasai auch gute kulturelle Gebräuche. Das Einzige, was wir sagen, ist, lasst uns alles daran setzen, die Praktiken abzuschaffen, die schädlich sind. Because this is harmful, you know. And then, that is when we realized that we needed also to share with them. Nach einiger Zeit merkten wir, dass wir sie auch über die Kinderrechte aufklären sollten. Denn Kinder haben Rechte. Frauen haben ihre Rechte. Und was sagen die Rechte hier? In Kenia darf kein Mädchen dazu gezwungen werden, sich der Genitalverstümmelung zu unterziehen, bis sie 18 Jahre alt ist. Wenn sie älter als 18 Jahre ist und ihre Zustimmung gibt, dann wird keiner Nein sagen. Diesen Ansatz haben wir gewählt, um Zeit zu gewinnen. Der Kompromiss war, können wir es bitte erst einmal stoppen? Wir geben diesen Mädchen die Möglichkeit, ihre Schulbildung fortzusetzen. Und wenn sie das Alter von 18 Jahren erreichen und dann für sich entscheiden, ich möchte beschnitten werden, dann. Manchmal bin ich auch ironisch und scherze. Okay, ich kann auch kommen und mit dir feiern und alles machen. Denn während der Beschneidung ist ein großes Fest. Kühe werden geschlachtet, es gibt eine Menge Delikatessen und Getränke, einfach alles. Nein, es war wirklich nicht einfach. Ich danke Gott, wenn ich an die Kampagne von 2009 denke. Ein großartiger Erfolg. Immer wieder schaue ich mir die Bilder an und sehe Eltern, die ihre Kinder wieder akzeptieren. Es gibt ein Sprichwort in Swahili. Wenn du ausharrst, wenn du durchhältst, wenn du die Hoffnung nicht verlierst, dann wirst du ganz bestimmt ernten. Es wird immer einen Lohn geben. Ich habe den Lohn erhalten, Gott sei Dank. Das Treffen 2009 ist nicht vergleichbar mit dem Treffen vom Jahr 2000. Das war echt hart. Aber in 2009, sogar die Männer waren voll wissbegierig. Malin, das bedeutet Lehrerin auf Kiswahili. Kannst du uns mehr sagen? Bitte sag uns mehr, erzählt uns mehr. Wir Lehrerinnen haben diesen Ansatz. Ich bin eine von euch. Ich sage euch das, denn ich weiß, wo ich herkomme. Ich wurde beschnitten. Ja. Jetzt gerade bin ich eine Frau. Alle meine drei Kinder kamen mit Kaiserschnitt zur Welt. Ich war gezwungen, operiert zu werden. Warum? Wegen Komplikationen bei der Geburt.
So teilen wir unsere Erfahrungen. Lassen Sie alle Fragen stellen und können Ihren Fortschritt sehen. Der Fortschritt ist da. Im Moment habe ich sogar 4 Gruppen, die uns rufen, die aus fast 70, 80 Menschen bestehen. Menschen, die hören wollen, die uns hören wollen. We got a lot of materials. And those are the materials that we are using. Like we are also giving it a medical approach. Like the cat has a lot of consequences. Wir reden auch über medizinische Aspekte. Genitalverstümmelung haben viele Konsequenzen. Starke Blutungen und Wundnarben. Es gibt Kurzzeit- und Langzeitfolgen. Wir besprechen das mit den Frauen klar und deutlich. Und ich war glücklich. Viele Frauen öffneten sich und viele waren beschnitten, litten unter den Langzeitfolgen. Und sie hatten keine Ahnung, dass die Genitalverstümmelung der Grund ihres Leidens war. Als sie das verstanden hatten, dann reagierten sie. Es ist sehr beeindruckend, das zu hören. Aber generell gefragt, würden Sie sagen, dieses Programm ist ein großartiger Erfolg, ich bin völlig zufrieden? Oder würden Sie sagen, es ist wichtig, darum kämpfe ich immer noch, doch schließlich sehe ich keine grundsätzliche Veränderung in der allgemeinen Gesellschaft unseres Landes? Ja, ich denke, ich mag diese Frage, denn wir sprechen von der Stärke. Was gibt dir die Kraft, weiterzumachen? Diese Frage habe ich bei mehreren Gelegenheiten schon beantworten müssen. Manche Leute kommen zum Center und sagen, Jacinta, was du da tust, ist sehr gefährlich. Wenn du die Mädchen wegnimmst, dann müssen ihre Väter alle Kühe wieder zurückgeben. Oh weh, wer wird das gut finden? Tatsächlich, ich habe viele Schwierigkeiten durchgemacht. Einige Männer haben schon meinen Kopf verlangt. Unglaublich, rück unser Mädchen raus oder wir bringen dich um. Ich sage zu ihnen, wir haben die Regierung, wir haben das Gesetz auf unserer Seite. Wenn du wagst, meinen Kopf zu nehmen, dann wird deiner genommen. Was immer wir tun, wir sind nicht deine Feinde. Wir sind deine Freunde, denn diese Mädchen werden morgen Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer sein. Und hey, sie werden nicht zurückkommen und sagen, Jacinta, danke. Sie werden zu euch kommen und euch Eltern helfen. Meine Stärke, trotz der Herausforderungen, trotz der Drohungen, liegt in den Veränderungen der Mädchen. Das Bild eines Mädchens in panischer Angst auf der Flucht. Und dann, wenn sie bei uns Zuflucht gefunden hat, mein Gott, ich wünschte, sie könnten Naomis Bilder sehen. Man rettet ein junges Mädchen. Es kann sich noch nicht einmal in Swahili verständigen. Wissen Sie, noch nicht einmal ein einziges Wort Swahili. Sie kommt zu deinem Büro mit all dem Schmuck der Maasai, dem Shuka und den traditionellen Schuhen. Ein sehr ängstliches Mädchen, ein verängstigtes Kind. Ein Kind in sehr großer Not. Manchmal ist es sehr emotional. Zum Beispiel, als ich Naomi gerettet habe. Sie ist genauso alt wie meine Tochter. Ich schaute Naomi an. Ich bin übrigens eine sehr starke Frau. Aber in Naomis Fall wurde ich krank. Eine ganze Woche war ich krank. Wenn ich Naomi ansah, dann sah ich meine Tochter und stellte mir vor, dass meine Tochter mit einem alten Mann verheiratet wäre. Das war sehr emotional. Aber was ich eigentlich sagen wollte, sie kommen in dein Büro und sagen in Maasai, das heißt, gib mir ein Buch. Zum Glück spreche ich diese Sprache, denn sie kennen keine andere Sprache. Sie erzählen dir alles immer in Maasai. Aber glaubt es oder nicht, nach einer Woche beginnt eine Veränderung in diesen Mädchen. You start seeing some change in these girls. She will now come
Speak one word in Swahili. Jetzt spricht sie ein Wort Swahili mit dir. Die Woche darauf kann sie einen Satz in Swahili. Und nach Swahili bringen wir ihnen bei, wenigstens Englisch zu sprechen. Warum? Weil in der Schule alle Fächer, außer dem Fach Swahili, in englischer Sprache unterrichtet werden. Sie brauchen Englisch, damit sie im Unterricht mitkommen. And believe it or not, if you are to come to Kajiado today, Sie können es glauben oder nicht, wer heute nach Kajiado kommt und nur Englisch spricht, der braucht keinen Übersetzer. Die Mädchen sprechen Englisch, sie singen auf Englisch. Ich habe bereits erzählt, dass die Mädchen viel Angst haben und sehr unsicher sind, weil sie nicht wissen, ob sie das Richtige tun. Man muss sich ein neunjähriges Kind vorstellen, das dazu gezwungen wird, Ehefrau eines Mannes zu sein. Man kennt die ganze Verantwortung einer Ehefrau. Und das ist ein Kind, das dazu gezwungen wurde, eine erwachsene Person zu werden. Aber jetzt dürfen sie ihre Lebensuhr zurückstellen. Hier haben sie die Chance, wieder Kind zu sein. Manchmal schaue ich durch mein Fenster und sehe sie spielen, mit Bällen spielen, Verstecken spielen. Und ich sehe diese Freude in den Kindern. Ja, das ist sehr zufriedenstellend. Es ist gut. Wenn man sich ihre Vorgeschichte in Erinnerung ruft, manchmal schaut man sie an und fängt an zu weinen. Aber es sind Tränen der Freude. Wegen der Veränderung, der positiven Veränderung. Wir haben ein Mädchen, das nächstes Jahr die Highschool abschließen wird. Sie wurde mit 9 Jahren an einem 80-jährigen alten Mann verheiratet. Sie war wie ein Baby. Ich erinnere mich, wie wir sie gerettet haben. Der Heimleiter trug sie auf den Arm. Nach 50 Schritten war sie fest eingeschlafen. Sie hat auf seinen Arm tief geschlafen. Wir haben sie angeschaut und dachten, meine Güte, dieses Baby, sie schläft tief und fest. Sie hat sogar angefangen zu träumen. Man konnte sich dieses Mädchen nicht als Ehefrau vorstellen. Und noch ein zweites. Unsere Mädchen sind hübsch. Sie sind hübsch wie unschuldige Engel. Man sieht Naomi und kann nicht glauben, dass dieses Kind auf diesem Bild das gleiche Kind ist. Aber es ist wahr. But that is the reality. Come to the center. You cannot imagine that this is a child that was so malnourished. Ein unterernährtes Kind mit dünnen Beinen, großem Bauch, schlechter Gesundheit. Aber dann, nach 2, 3 Monaten, das gleiche Kind, sauber, sehr glücklich, zufrieden, das jetzt ein Zuhause hat, das Mütter und Schwestern hat und Lehrer, die sich um sie kümmern. Viele Menschen kommen aus aller Welt, auch von anderen, aus Deutschland, und besuchen uns. Und das ist gut so. Das lässt uns weitermachen. Und dann, wenn sie singen, wenn sie anfangen zu singen, dann sieht man den Himmel und das gibt mir Mut. Wenn ich die große Gruppe der Highschool-Schülerinnen heute anschaue, dann sehe ich Lehrerinnen, ich sehe Rechtsanwältinnen, ich sehe zukünftige Parlamentsabgeordnete, sogar Präsidentinnen. Wer weiß, das ist es, was uns immer weitermachen lässt. Thank you very much.